Dieser Kanal wird unterstützt von der Geländefabrik, dein Spezialist für individuellen Tabletop-Geländebau und mehr. Dieser Kanal wird unterstützt von amarodo.de, deinem Spezialisten für 3D-Druck im Tabletop. Moin moin Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von der Star Wars Legion Tutorial-Serie hier bei No Pain No Game. Mein Name ist der Alex und wir haben bisher schon ein paar Folgen gedreht, wo es um die Grundlagen und um verschiedene Aktionen der Einheiten geht, wie man überhaupt Einheiten aktiviert, wie man das Spiel aufbaut und so weiter. Das heißt, wenn ihr das nicht wisst, guckt mal unten in die Videobeschreibung, da verlinken wir euch nochmal ein älteres Video zu der Serie. Und heute wollen wir wieder ein paar Keywords besprechen. Ich möchte euch nur nochmal sagen, ich nehme jetzt hier nur Referenzminiaturen, weil ich kann jetzt nicht für jedes einzelne Keyword von den Miniaturen immer die neuen Miniaturen rausholen. Das wäre sehr, sehr kompliziert und sehr aufwendig. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach nur die Strandtruppen und den Mörsertrupp hier. Ist noch nicht bemalt. Bin massiv dabei aufzuholen und gelobe Besserung. Ja, dann wollen wir gleich mal zum ersten Keyword kommen. Und zwar haben wir da hier heute mal die Separatisten. Und zwar steht hier KI-Angriff und koordinieren Druidentruppler. Das heißt nichts anderes, also KI-Angriff heißt nichts anderes wie, wenn diese Einheit keinen offen ausliegenden Befehlsmarker hat, sprich, ihr würdet diesen Befehlsmarker aus dem Pool ziehen, dann müsstet ihr als erste Möglichkeit euren Aktionen sozusagen einen Angriff durchführen. Ne? Falls möglich, muss deine erste Aktion ein Angriff sein, es sei denn, du hast einen offen ausliegenden Befehlsmarker. Selbsterklärend so. Und koordinieren Druidentruppler bedeutet einfach, wenn diese Einheit einen Befehl kriegen würde, dann darf sie diesen Befehl auch noch weitergeben an eine Einheit in Reichweite 1. Dann hätten quasi beide Einheiten einen Befehl. Das ist einfach eine Weitergabe von Befehlen. Das ist auch die Symbiose von den Druiden, dass die, wie gesagt, ihre Befehle immer weitergeben können. Und dadurch seien die auch sehr stark. So, dann nehmen wir jetzt hier auch mal die Strandtruppen. Wir sehen hier koordinieren Stellungstruppler. Das ist quasi dasselbe, was wir eben bei den Druiden hatten, also koordinieren. Wir können quasi hier einen Stellungstruppler einen Befehl geben. Sprich, wir würden jetzt hier diesen Strandtruppen einen Befehl geben. Und wäre dieser Stellungstruppler hier, nämlich der Mörser, in Reichweite 1, dann nehmen wir quasi unseren Reichweitenmesser hier zur Verfügung, ne, was er jetzt quasi ja auch hier wäre, dann dürften wir diesen Stellungstruppler auch einen Befehl geben. Das ist wieder dieses Koordinieren. Und darunter haben wir noch Angriffsziel. Nachdem dir ein Befehl erteilt worden ist, erhältst du einen Zielmarker. Sprich, wir geben den Strandtruppen hier einen Befehl. Dann dürfen wir den Befehl weitergeben. Das heißt, beide hätten jeweils einen offenen ausliegenden Befehlsmarker. Und die Strandtruppen bekommen noch einen Zielmarker. Ja, und der Mörser, der hat hier auch ein paar interessante Dinge, auf die ich eingehen möchte heute. Und zwar haben wir hier einmal Abteilung Strandtruppen. Das bedeutet, ich darf diesen Mörser sowieso nur spielen, wenn ich auch Strandtruppen spiele. So, Feuerunterstützung. Sobald eine andere befreundete Einheit einen Fernkampfangriff durchführt, darf jede Miniatur in deiner Einheit eine zulässige Waffe zum Angriffspool hinzufügen, falls du einen offen ausliegenden Befehlsmarker hast. Falls du dies tust, drehe deinen Befehlsmarker auf die verdeckte Seite. Limit 1 Feuerunterstützung pro Angriffspool. Volle Drehung, bla bla bla. Ja, Feuerunterstützung. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Im Endeffekt ganz, ganz leicht erklärt. Wenn ich mit den Strandtruppen, also die beiden haben jetzt offen ausliegende Befehlsmarker, ich würde die Strandtruppen hier aktivieren, würde auf eine feindliche Einheit mit Reichweite, was in Reichweite und Sichtlinie ist, feuern. Dann darf ich auch mit den Mörser auch drauf schießen. Das heißt, ich darf quasi zu den Würfelpool von den Strandtruppen den Würfelpool der Mörser hier hinzufügen. Um das euch nochmal sinnbildlich nochmal zu zeigen. Die Strandtruppen haben hier quasi pro Miniatur, zum Beispiel schwarze Würfel, das wären jetzt 4 Einheiten. Sprich, das wäre jetzt quasi so. Ich hätte jetzt hier nach der Karte ohne zusätzliche Miniaturen 4 Miniaturen in der Einheit. Das heißt 4 schwarze Würfel. Wenn ich aber jetzt mit den Mörser die Feuerunterstützung wähle, dürfte ich hier quasi noch 3 weiße hinzufügen. Das heißt, ich würde mit 4 schwarzen und 3 weißen angreifen. Und natürlich wären alle Keywords, die hier unten auch sind, mit enthalten. Dazu kommen wir gleich. Ja, was kann quasi hier der Mörser noch? Wir haben hier eine volle Drehung. Das heißt, wenn ich mich mit der Einheit drehe, dann darf ich eine 360-Grad-Drehung vollziehen. Ich darf neu positionieren. Sprich, wenn ich mich mit dem Mörser bewege, dann darf ich danach nochmal sozusagen justieren, in welche Richtung ich gucken möchte.
Ich habe Wachposten, da ist meine Bereitschaftsreichweite nicht 1 bis 2, sondern 1 bis 3. Und wir haben hier unten nochmal die Keywords. Wir haben kritisch 1, sperrig, niederhalten, fester Feuerwinkel, Front. Fester Feuerwinkel, Front, das ist ganz einfach. Ihr seht hier diese Linien eingezeichnet und diese Linie müsst ihr quasi weitergehen. Das heißt, der Mörser guckt quasi nur nach vorne und darf nur in diesem Bereich quasi dann schießen. Ja, kritisch 1, das seht ihr meistens auch auf der Rückseite hier hinten. Solange du offensive Energie umwandelst, ändere bis zu ein Search-Symbol-Ergebnis in ein Crit-Ergebnis. Das heißt, wenn ihr mit Würfel würfelt und ihr habt dieses Energiesymbol, dann dürft ihr dieses in ein Crit ändern. Sperrig, du kannst diese Waffe nicht verwenden, um dich während derselben Aktivierung bewegen, außer einer Drehung. Das heißt, wenn ihr geschossen habt, dann dürft ihr euch nicht mehr bewegen. Das ist auch ganz wichtig. Es macht sowieso hier mehr Sinn mit Zielen und Schießen. Ja, fester Feuerwinkel hatte ich erklärt. Und Niederhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe euch ja in einem anderen Video schon mal Niederhalten erzählt, was das bedeutet. Und Niederhalten, das ist einfach ein Keyword, was sagt, wenn ich mit dieser Waffe geschossen habe und ich mache mindestens einen Treffer, egal, ob der Gegner dieses dann aufgrund der Abwehr negiert oder nicht, sobald ich einen Treffer gemacht habe, bekommt der Gegner einen Niederhaltenmarker. Das könnt ihr zum Beispiel verwenden, nur als Beispiel wieder. Diese Strandtruppen hier hätten jetzt eine Bereitschaft. So, die hätten jetzt eine Bereitschaft und die haben ja Bereitschaftsreichweite 1 bis 2. Jetzt könnte ich zum Beispiel aus Reichweite 3, das heißt außerhalb dieser Bereitschaft, könnte ich auf die schießen. Und wenn ich jetzt mindestens einen der weißen Würfel treffe, dann würde der Trupp einen Niederhaltenmarker bekommen und durch diesen Niederhaltenmarker wäre die Bereitschaft automatisch beendet. Das erkläre ich auch in einem vorigen Video, an welchen Faktoren Bereitschaft verknüpft ist. Und da ist ganz, ganz klar auch gesagt, wenn eine Einheit einen Niederhaltenmarker bekommt, endet automatisch die Bereitschaft. Das heißt, das ist hier ganz, ganz stark von dem Mörsertrupp, dass der das Keyword niederhaltend und kritisch hat. Ja, dann kommen wir zum nächsten Einheiten. Da haben wir jetzt hier mal die Scouts. So. Und da sind die wichtigsten Sachen, schwere Infanterietrupp, du musst eine schwere Aufwertungskarte ausrüsten. Die Miniatur, die durch diese Karte hinzugefügt wird, ist ein Einheitenführer. Das ist meistens hier der Trupp, der benutzt wird, um den Sniper zu nehmen. Aber darauf wollte ich eigentlich nicht eingehen. Das Wichtigste sind hier Auskundschaften und Scharfschütze. Scharfschütze, solange du einen Fernkampfangriff durchführst, verringere die Deckung des Verteidigers um 1. Das heißt, hätte der eine schwere Deckung, also Deckung 2, würde ich die auf 1 verringern. Und hätte der nur eine leichte Deckung, also Deckung 1, hätte er gar keine Deckung. Auskundschaften 1, nachdem du aufgestellt worden bist, darfst du eine Geschwindigkeit 1 Bewegung durchführen. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Trupp hätte, wir hätten jetzt am Anfang sozusagen die Aufstellungszonen und ich würde jetzt hier wäre jetzt quasi meine Grenze von der Aufstellungszone und ich würde jetzt sagen, okay, den Scout-Trupp, den stelle ich jetzt hierher, das heißt der normale und der Sniper zum Beispiel, dann dürfte ich nochmal mit einer Bewegung 1 hier nochmal weiter vorrücken. Ja, und die kann ich dann hinstellen, wo ich dann quasi möchte, wieder in, in Formation. Ja, also das heißt, ihr könnt quasi hier diese Einheiten an die Aufstellungsstuhle dran, an der Aufstellungszone dran stellen und dürfte euch dann nochmal mit Bewegung 1 trotzdem vor den Spielbeginn quasi nochmal nach vorne bewegen. Ja, und unauffällig, solange du verteidigst, verbessere deine Deckung um 1, falls du leichte Deckung hast. Das bedeutet ganz einfach, ihr müsst eine leichte Deckung haben, also Deckung 1 und würdet dann dadurch Deckung 2 bekommen. So, dann kommen wir noch zum letzten heute. Und zwar haben wir hier die imperialen Spezialeinsatzkräfte, also die ISF-Truppen. Die haben ein ganz, ganz wichtiges Keyword, was sehr, sehr stark ist und das nennt sich hier oben infiltrieren. Du darfst irgendwo jenseits von Reichweite 3 zu allen feindlichen Einheiten aufgestellt werden. Da ist zum Beispiel gesagt, ihr habt jetzt hier irgendwo eine Aufstellungszone, hier ist eigentlich eure Aufstellungszone und irgendwo hier hinten ist die von den Gegnern. Dann ist es völlig egal, ihr dürft die egal wo auf dem Spielfeld aufstellen, diese Truppen. Die müssen nur Reichweite 3, also quasi diese Reichweite hier, weg sein vom Gegner. Das heißt, wenn ihr sozusagen als erstes dran seid, und das wäre jetzt hier zum Beispiel die Linie von den Gegner, also die Aufstellungszone von den Gegner, dann dürftet ihr die sogar einfach da so hinstellen. Ne? Weil wenn dann der Gegner gesagt hat, okay, ich stelle jetzt, also ihr seid als erstes dran, ihr stellt die quasi dahin, wo ihr wollt, zack, ihr habt jetzt infiltriert, jetzt sagt der Gegner, okay, ich stelle jetzt meine Einheit dahin, dann dürftet ihr die nächsten nicht mehr hier hinstellen, weil dann müsstet ihr gucken, dass die mindestens Reichweite 3 quasi entfernt sind, also irgendwo hier hinten. Ne?
Das ist also Infiltrieren, das ist ganz, ganz stark. Ich lese euch das nochmal vor. Du darfst irgendwo jenseits von Reichweite 3 zu allen feindlichen Einheiten aufgestellt werden. Das heißt nochmal, wie gesagt, Leute, ihr könnt eure Einheit egal wo auf dem Spielfeld platzieren, egal wo. Es muss nur mindestens Reichweite 3 von dem Feinden entfernt sein. Hat der Feind noch keine Einheiten aufgestellt, könnt ihr egal wo hinstellen. So. Ja, und dann habt ihr noch Präzisionsschütze. Solange du angreifst, kannst du Zielmarke ausgeben, um die Ergebnisse der Angriffswürfe zu verbessern. Das bedeutet nichts anderes wie, ihr könnt den Zielmarker, ihr habt jetzt zum Beispiel mit 3 Würfeln gewürfelt, bei 2 Würfeln habt ihr jetzt schon getroffen, bei den dritten Würfeln nicht. Ihr habt aber noch einen Zielmarker. Ihr könntet den jetzt ausgeben, um den Würfel neu zu würfeln. Das wäre jetzt in dem Fall aber Schwachsinn, weil ihr könnt den Zielmarker einfach ausgeben und sagen, jo, ich verbessere das Ziel um 1, das sprich kein Treffer, das nächstbessere Ziel wäre ein Treffer. Oder ihr könnt ein normales Trefferergebnis in einen Crit verbessern. Ja, und zuverlässig 1, zu Beginn der Aktivierungsphase erhältst du einen Energiemarker. So, das heißt, wenn die Aktivierungsphase sozusagen durch ist, dann erhältet ihr einfach einen Energiemarker und Energiemarker könnt ihr hier wieder ausgeben, um damit Treffer zu erzielen. Ja, Leute, das war's schon wieder für die heutige Folge. Die nächste Folge werden auch wieder Keywords werden. Ich werde jetzt nach und nach so ein paar Fraktionen durchgehen. Als erstes, wie gesagt, hier so ein bisschen von Imperium. Wir kommen aber dann auch nach und nach zu den Separatisten, Rebellen und Republik. Wenn ihr irgendwelche Keywords habt, die ihr unbedingt wissen möchtet oder was euch am Herzen liegt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Wir werden euch das auf jeden Fall beantworten oder mit den nächsten Folgen berücksichtigen. Denkt immer daran, dass meine Videos immer, sage ich mal, nur eine Hilfestellung sein sollen und ihr müsst immer das Referenzhandbuch mit zur Hilfe nehmen. Derzeit ist das Referenzhandbuch 2.0 das aktuellste. Da könnt ihr unten in die Videobeschreibung mal reingucken. Haben wir euch auch verlinkt. Wer sich wieder fragt, wo ich die schönen Miniaturen hier herbekomme, die kaufe ich mir immer bei Big Panda V. Der hat echt immer, ist ein super Typ, mit dem kann man auch echt sprechen. Wenn man da öfter einkauft, dann macht er echt immer coole Deals mit ein und schickt auch mal ein bisschen was mit rüber, was ich mal, einen Pinsel oder keine Ahnung was, guckt da mal rein. Könnte man den echt gut quatschen. Ja, und ansonsten, Leute, ich würde mich über Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und ein Abo sowieso. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer Alex. Also haut rein, tschö, tschö. Piu.